Ja, hier ist jetzt noch ein Livestream-Video von Inscope Online gestellt worden, mit der Überschrift "Kein Crewzember mehr, monatliches Gehalt von 5.000 € Inscope Real Talk". Ich würde mal sagen, wir schauen uns das Video an, kurz vorab. Ich würde sagen, der macht auf jeden Fall mehr als 5.000 im Monat, definitiv. Kein Crewzember mehr, eventuell, man weiß es nicht. Nehmen wir uns einfach mal das Video. Sparst du momentan auf eine Eigentumswohnung slash Haus oder so? Irgendwie sind seine Livestreams immer sehr, sehr leise. Ich hoffe, ihr versteht was davon. Oder machst du dir darüber keine Gedanken? Ich bin gerade dabei, auch so ein bisschen das Geld, das ich in meine Uhren investiert habe, habe meine Uhren wieder verkauft. Demnach habe ich auf jeden Fall ein bisschen Cash auch im Start. Und ich überlege auf jeden Fall, ob ich das Ganze in ein Haus mal investieren soll. Genau. Weil ich hätte schon eines Tages. Es wäre auf jeden Fall sinnvoller. Ich meine, Haus, Wohnungen, Immobilien, dort sollte man auf jeden Fall sein Geld eigentlich anlegen. Ich meine, die meisten geben es einfach für irgendwelche Autos aus oder so. Ja, bringt halt nichts. Alles Bock auf ein Haus, weil irgendwie denke ich mir so, auf der einen Seite ist es irgendwie geil, in so einer Bude in der Stadt zu wohnen, einen Ausblick über die Stadt zu haben und so, ist schon fresh. Auf der anderen Seite denke ich mir so, hin und wieder wäre es irgendwie auch geil, einfach so ein bisschen zu ticken, außerhalb zu wohnen, Haus zu haben mit eigenem Garten, Nachbarn ein bisschen weiter weg, dann stört dich niemand und so. Es wäre irgendwie auch schon geil, muss ich sagen, der. Erzähl mal was zu Milchprodukten, Fitness. Ja, also ich muss sagen, Milchprodukte esse ich gar nicht mehr. Ich habe irgendwie, also ich hatte schon immer so eine leichte Laktoseintoleranz, aber ich habe mich auch mal neulich mit einem Homie über das Thema unterhalten, was so Ernährung angeht und gerade was auch Thema Tierschutz angeht, weil der ist jetzt, bei ihm hat sich so hinentwickelt, dass er Veganer geworden ist. Veganertum war. Sorry. Steht ja immer so ein bisschen in der Kritik, weil, ja, die Veganer und Schulter, bla, ja. beim Aufzwängen und wie auch immer. Aber ich muss wirklich sagen, Veganer zu sein ist an sich eine Sache. Man muss aufpassen natürlich, wie man isst, was man isst und wie man die ganze Sache angeht. Aber ich finde es an sich eine gute Sache, wenn man sich darüber Gedanken gemacht und gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ich will das einfach so machen. Nicht nur um die Umwelt zu schützen, sondern auch vielleicht um meinem eigenen Körper ein bisschen was Gutes zu tun. Wie kommt man auf seine Eiweiß? 2 bis 3 Shakes als Veganer. Guck mal, ich persönlich mache so. Ich esse zwar noch Hähnchenfleisch, jetzt gerade in der Diät natürlich zu viel, aber wenn ich raus aus der Diät bin, mache ich das gemäßigt. Dazu esse ich dann, keine Ahnung, ein paar Früchte, ein bisschen Reis. Meine Proteine kann ich über veganes Protein abdecken. Das hat eine sehr gute Aminosäurenstruktur und das ist fast so gut wie normale Whey-Protein. Genau. Was ist die Motivation hinter die Diät, wenn du es sowieso nur vorübergehend hältst? Digga, ich sag dir ganz ehrlich, bei mir ist es gerade so, ich stehe einfach morgens auf, ich gehe ins Gym, ich gucke mich abends im Spiegel an und sehe, mein Bauch wird immer definierter, ich kriege immer mehr Adern an den Armen, ich sehe immer besser aus in dem Sinne. Das motiviert mich einfach. Ich sag mir einfach so, ey, nice, man, cool, freut mich, dass ich sowas geschafft habe. Ich bin auch schon seitdem ich 12, 13 bin, will ich unbedingt ein Sixpack haben. Das war für mich schon immer mein Traum. Und ja, das ist wie so ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht. So, weißt du, ich meine, wenn ich mich selber mit dem Sixpack im Spiegel sehe, denke ich so, Alter, krass, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas hinkriege. Das motiviert mich einfach weiterzumachen. Und dann mache ich wieder eine kleine Massephase, in der ich halt mehr Muskeln aufbaue, weil ich dann einfach noch krasser werden will. Feierst du den. Also, ich krieg das gar nicht hin. Also, ich gehe mal 2 Monate ins Fitness, dann gehe ich wieder 1 Monat nicht. Also, ich kann es überhaupt gar nicht durchziehen. Ich bin da. Ja. Hab da nicht so viel Motivation dafür. Und ja, gerade so in Bezug auf Ernährung und so, das ist noch heftiger. Also die Ernährung konsequent durchzuziehen, eine Diät durchzuziehen oder selbst eine Massephase durchzuziehen, ganze Zeit zu fressen, ist schon heftig. Und ja, man muss halt auch regelmäßig trainieren gehen, ist manchmal schon schwierig. 67er Ford Mustang, beziehungsweise generell ältere wegen. Also ich muss sagen, ich finde Oldtimer an sich eine geile Sache. Sehen auch schon ziemlich geil aus, gerade sowas wie ein 300er SL oder den Wagen, den Sascha auch hat, sind auf jeden Fall. Also Mustangs feiere ich übertrieben. Allgemein Oldtimer, das sind einfach geile Autos. Das sind richtig schöne Klassiker meistens, sehr gepflegt immer. Oldtimer sind geil. Und wer will nicht einen Wagen fahren mit einem H-Kennzeichen? Geil. Richtig, richtig geile Autos. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde, also ich persönlich würde mir keinen ziehen, weil mich holt es nicht genug dafür ab, um so viel Geld dafür auszugeben. Auch den Wagen, der mit dem Marc bei mir war, auch ein richtig geiles Auto. Aber. Ja, die Autos brauchen übertrieben viel Liebe und die kosten schon einiges. Also wenn die restauriert sind oder so, richtig schön gepflegt, kein Rost und so, muss schon einiges hinlegen für den einen oder anderen Klassiker. Ich würde mir keinen holen, außer wenn ich übertrieben viel Kohle hätte. Man. Dann kann man es ja auch teilweise als Wertanlage benutzen. Ne? Warum zahlst du dir nur ein Gehalt von 5.000? Wenn ich anfangen würde, mir jeden Monat 20.000 € als Gehalt auszubezahlen. Und Tim dann auch. Erstens, ich brauche das Geld privat nicht, weil jetzt sind wir mal ehrlich, ich bin nicht der Typ, der 20.000 € im Monat ausgibt. Ich zahle mein Auto, ja, meine Wohnung. Ah, okay, also der zahlt sich die 5.000 aus als Gehalt, als Lohn. Das ist schon gut. Also, das braucht man halt echt nicht.
mehr gibst du auch im Regelfall nicht aus. Ich meine, du kaufst dir Essen, das, was du willst, dann kaufst dir ab und zu mal ein Kleidungsstück oder so, aber du brauchst halt echt nicht so viel. Klar, fürs Auto noch und so, aber mehr als 5.000 geht da meiner Meinung nach halt auch echt nicht drauf. Und den Rest kannst du dann einfach zur Seite legen. Ich meine, am Jahresanfang kommt sowieso, kommen die Steuern auf dich zu. Das ist bei ihm natürlich einiges. Und ja, da kannst du dir auf jeden Fall einiges zusammensparen und dir mal ein Haus oder eine Wohnung gönnen und das Ganze mal sinnvoll in Immobilien oder so anlegen. Feier ich. Kommt denn dann bei mir noch dazu? So aktuell, ich war seit 3 Monaten oder so nicht shoppen. Ich habe die normalen Sachen, die jeder auch andere auch hat. Fitnessstudio-Mitgliedschaft, ein Handy, das ich bezahlen muss. Einkäufe, die ich machen muss zum Essen. Davon sind auf jeden Fall mal safe 100 Euro im Monat Nüsse. Also ich wüsste nicht, klar könnte ich es ausgeben, das Geld. Aber aktuell brauche ich nicht mehr als, selbst die 5.000 sind eigentlich fast zu viel. Ich habe keinen Bock, mein ganzes Geld auf den Kopf zu schlagen. Und du musst ja auch überlegen, das Geld, das ich mir privat auszahle, muss zu einem viel höheren prozentualen Anteil versteuert werden. Das heißt, es kostet die Firma viel mehr Geld, mir das Geld auszubezahlen. Und das Geld wiederum fehlt dann in der Firma, um damit zu reinvestieren. Ich meine, wir machen ja ständig neue Projekte, wir machen irgendwelche neuen Online-Infoprogramme. Wir machen was mit Kevin zusammen, da machen wir ein Skiprogramm, das wir rausbringen. Dann machen wir vielleicht mit dem Fußballer mal dem nächsten Programm zusammen. Ja, dann investieren wir in eine neue Kollektion von Ola Kaladi, die mal kurz 100.000 Euro kostet. So, solche Sachen, weißt du, das sind so, du musst da reinvestieren und deswegen brauchst du das Geld eher in der Firma als bei dir privat auf dem Konto. Da bringt's. Ja, das stimmt auch wieder. Also da hat er schon recht. Dann nehme ich nicht viel. Zahlst du mehr und kannst nicht wirklich was damit anfangen, außer das aus dem Fenster zu schmeißen. Anlegen ist natürlich auch eine wichtige Sache, Digga, keine Frage. 5.000 für eine Person ist richtig stabil. Brutal. Digga, damit kann man sich voll die wichtigsten Dinge leisten. Und auch echt gut was gönnen. Alter, wickst du, donated 100 Bits, geiler Name, Digga. Bodenständig, absolut schlau, das Geld in der Firma zu lassen. Da sparst du dir aus den unnötigen Kreditzinsen bei irgendwelchen größeren Projekten. Ja, auf jeden Fall. Generell Kredite haben wir bisher noch nie aufgenommen. Wir haben immer alles aus eigener Kraft gestemmt. Das finde ich auch am allerangenehmsten so. Dann brauche ich kein Geld von irgendwelchen anderen Leuten nehmen. Ziele auf YouTube für die Zukunft. Ja, definitiv. Ich möchte nochmal 1-2 neue Formate definitiv auf insgesamt 20 raushasseln. Aber aktuell bin ich ganz zufrieden, so wie es ist. Bei YouTube denke ich auch nie so, ja, was will ich in einem Jahr für Content bringen? So denke ich da nie. Ich lasse mich das mehr so entwickeln, weil ich denke, das ist wichtig, dass man in dem Bereich, wenn es ums Thema Unterhaltung und Spaß geht, dass man das nicht so unternehmerisch sieht und sagt, oh, ich plane jetzt mega krass im Voraus, sondern wenn irgendwas witzig und behindert ist, dann sollte man das einfach so situativ abhängig machen und dann einfach drauf losballern so. Sonst ist es einfach nicht authentisch, finde ich. Wird es einen Crucember geben dieses Jahr? Die Frage habe ich schon mal beantwortet. Es wird keinen Crucember geben. Zumindest nicht in der Form, in dem wir ihn. Okay. Ich denke, das wird auf jeden Fall nicht stattfinden, da der ein oder andere da nicht mehr mithasseln will oder so. Wenn der ein oder andere da aussteigt, dann möchten die anderen das halt auch nicht mehr durchziehen. Mein Peter oder Spendi oder so, die haben schon gesagt, dass es auch an die Grenzen geht, so psychisch. Ja, da jeden Tag ein Video rauszuhasseln und so. Ja. Indem wir ihn kennen, weil Sascha, er sieht sich einfach nicht mehr im Dezember, liegt nicht an uns oder so, sondern er sieht auf seinem Kanal einfach nicht so dieses Daily-Upload-Ding, was ich auch absolut verstehen kann. Und deswegen meinte er, er ist da auf jeden Fall raus, er wird es nicht mehr machen. Kann ich auch absolut nachvollziehen, das ist auch in Ordnung. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwas anderes überlegen für den Dezember. Ich habe irgendwie mal Bock, was zu machen. Wir werden es ja dann sehen. Wieso kein Video über die Pfändung? Aber würde ich eigentlich ganz gerne machen. Ich habe nur Bedenken, dass wenn ich gegen das Finanzamt schieße, dass ich irgendwie ein bisschen Probleme bekomme. Macht mal die. Ah, wurde bei ihm auch was gepfändet, okay. Also ich bin nicht so oft in seinem Livestream oder so am Start, deswegen, die wissen ja einiges, denn der erzählt da ja alles. Okay, interessant, das würde mich auch übelst interessieren, da bei vielen YouTubern ja mal hier und da eine Pfändung ist, gerade bei Monte war es ja der Fall und bei ihm auch, krass. Den Dubai-Zember, oh mein Gott, ja Mann, ich schwöre jetzt so Bock über den Winter nach. Oh, das wäre echt eine Idee, Digga, den Dubai-Zember zusammen mit Slavik und Jesus. Welche Pfändung, ja mein Konto wurde gepfändet vom Finanzamt, aber halt unrechtens. Ich habe euch ja schon mal gesagt in einem anderen Real Talk, dass dieses Jahr ein extrem schlecht laufendes Jahr ist für mich finanziell. Deswegen bin ich auch relativ wenig unterwegs. Aber ich habe auch dazu gesagt, dass ich es sehr, sehr gut finde, weil es mir einen Reality-Check gegeben hat. Und ich damit einfach so ein bisschen besser meine Lage wieder einschätzen konnte. Wäre ich viel unterwegs gewesen, wäre ich vielleicht nie dazu gekommen, hier anzufangen mit Stream. So. Ich meine, das wäre absolut geil gewesen. Dann hättet ihr mich niemals ertragen müssen. Aber ich muss sagen, freue mich dieses Jahr definitiv auf
auf meinen Urlaub freue ich mich definitiv erstmal. Und ich weiß nicht, was für Projekte dieses Jahr noch kommen. Ich hätte auf jeden Fall mal Bock, auf dem Insco20-Channel mal wieder ein bisschen Action zu machen. Ich hätte auch mal Bock, mit ein paar anderen Leuten zu drehen. Ich hätte auch mal Bock auf einen weiblichen Gast auf meinem Channel, mit dem ich gut kann. Ich muss mal mir so ein bisschen ein paar Sachen noch überlegen, was ich machen will. Aber was ich mir vor allem gesagt habe, ist, dass ich, wie gesagt, den Channel einfach mal wieder so ein bisschen... Papa Platte ist doch weiblich. Richtig. Dass ich den Channel einfach mal wieder so ein bisschen vor sich her laufen lasse. Nicht in dem Sinne, dass ich nichts mache, sondern... dass ich mehr so wieder diese spontanen Behindertenvideos mache, die feiere ich aktuell auch einfach selber mehr. Gehst du zu Gamescom? Ja, nein, ich weiß es noch nicht, es kommt drauf an. Wenn ich dort irgendwas habe, wo ich gebucht werde, dann komme ich auf jeden Fall hin. Wenn nicht, schwierig, Mann. Bleibst du ehrlich, ich hasse Messen, ich hasse es wirklich, weil es einfach so unerträglich ist, da drüber zu laufen für mich. Ich mag allein schon so große Menschenmengen, ich kann es nicht leiden. Und wenn ich dann noch eingeengt... In Messen ist es auch immer so laut, ich war auch schon auf der einen oder anderen Messe. Ja gut, man muss da irgendwie der Typ dafür sein. Oder wenn du an dem einen oder anderen Stand halt, ja, mitwirken musst, dann ist es halt so. Ich werde mit Leuten, die alle Fotos mit mir machen wollen, genau, front an euch. Ich mache gerne Fotos mit euch, aber es wird mir einfach zu viel. Manchmal kann ich das, manchmal kann ich es gar nicht. Manchmal ist es mir mega unangenehm. Wie viel Umsatz macht eure Firma im Jahr? Kann man pauschal so nicht sagen. Ich habe schon mal gesagt, wir haben letztes Jahr sicherlich, auf jeden Fall haben wir letztes Jahr über 2 Millionen Umsatz gemacht, glaube ich. Dieses Jahr auf jeden Fall weniger. Noch Kontakt zu Bella? Nee, gar nicht eigentlich. Wir haben kurz noch geschrieben, aber wir haben eigentlich kaum noch Kontakt. Eigentlich ist es wie, dass wir keinen Kontakt mehr haben, so, weil das war eigentlich echt wieder eins. Ja, gut, was soll man dazu sagen? Also krass, was ich auf jeden Fall finde, 2 Millionen Umsatz im Jahr ist auf jeden Fall schon eine stabile Hausnummer, wenn man so überlegt. Ja gut, Umsatz. Da würde ich auf jeden Fall den Höchststeuersatz zahlen. Ich meine, da ist ja auf jeden Fall, gut eine Mille fällt da schon weg. Ist schon krass, was man hier an Steuern zahlt. Ist schon heftig, aber 2 Millionen Umsatz ist schon richtig, richtig stabil.